zum Protagonisten jetzt. Eben, wir wären eigentlich zu dritt gewesen, jetzt sind wir noch zu zweit. Oliver Nachtwey, er ist Soziologe, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel. Und er ist Herausgeber oder Mitherausgeber des Buchs Verkannte Leistungsträgerinnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Über dieses Buch sprechen wir heute. Das liegt auch hinten auf. Sie können sich dort auch anschauen. Ja, mit ihm werden wir jetzt diese 90 Minuten knapp oder vielleicht 75 Minuten bestreiten. Wir versuchen im Gespräch auf die wichtigsten Themen auch des Buches einzugehen. Ich werde dann auch versuchen, das Publikum verschiedentlich auch einzubeziehen, dass wir nicht nur hier oben diskutieren. Das ist der Plan. Ich würde vorschlagen, Oliver, du beginnst und erzählst uns mal, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Also was ist die Überlegung, was ist die Idee hinter diesem Buch? Ja, das Buch ist tatsächlich am Anfang der Pandemie, beziehungsweise nicht das Buch, sondern die Idee zu dem Buch ist am Anfang der Pandemie geboren, als wir alle oder viele von uns geklatscht haben auf den Balkonen, an den Fenstern. Und das war ja auch ein neues Moment, dass in diesem Moment der Pandemie, ich nenne mal das, dass dort kurz das Licht angemacht wurde. Da hat man zum ersten Mal gesehen, wie Gesellschaft real tagtäglich funktioniert und reproduziert, was sonst im Schatten steht. Man hat dort sehr unmittelbar erfahren, dass Gesellschaft nur funktioniert, wenn es Leute im Detailhandel gibt, die nicht nur an der Kasse stehen, sondern auch die Waren ein- und ausräumen, dass man überhaupt einkaufen geht, dass Waren von A nach B kommen mit den Lastwagen, dass auf die Kinder aufgepasst wird, dass die Kinder behütet werden, erzogen werden, dass wir überhaupt Lebensmittel haben. Es gab ja eine große Knappheit auch an berühmt gewordenen Lebensmitteln in dieser Zeit. Es gab sozusagen also plötzlich einen Moment, wo man Gesellschaft ganz anders gesehen hat. Und da habe ich mich mit dem Lektor des Surkamps Verlags, Heinrich Geiselberger, darüber unterhalten. Und das war tatsächlich so eine gemeinsam geborene Idee, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man doch jetzt nochmal die Lebensrealität dieser Leute, die die Gesellschaft tagtäglich reproduzieren. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat da eigentlich eine ganz gute Formulierung für gefunden. Auf ihre saloppe Art und Weise hat sie gesagt, vielen Dank, dass Sie den Laden am Laufen halten. Und diese Leute, die die Gesellschaft tagtäglich reproduzieren, die wollten wir eben porträtieren und nicht nur mit so einem Porträt, wo man jetzt sie nur kurz mal beschreibt, sondern wir wollten es tatsächlich etwas umfassender machen. Wir wollten erstmal zeigen, in was für einem System von Arbeit sind sie denn da nicht gefangen, aber einbezogen und was macht dieses System der Arbeit mit ihnen tagtäglich? Welche Leistung bringen sie für die Gesellschaft? Wie ist dieses System der Arbeit für sie in ihrer Privatheit ausgebildet? Also das heißt, wie bewältigt man eigentlich einen Job im Niedriglohnsektor? Und zu guter Letzt wollten wir mit diesem Buch aber auch den Leuten selbst ein bisschen eine Stimme geben, weil sie in der Öffentlichkeit zu wenig zu Wort kommen. In gewisser Weise reproduzieren wir es auch ein bisschen. Das heißt, wir reden jetzt über diese Leute, aber in diesem Buch, wenn Sie die Gelegenheit haben sollten, reinzuschauen, wir haben auch versucht, ganz explizit und systematisch diese Leute selber zum Sprechen zu bringen und viel mit Zitaten gearbeitet, damit nicht nur die Soziologen über diese Leute schreiben, sondern sie damit dann auch eine Stimme bekommen. Und das ist, ich sag mal, im Großen und Ganzen das Anliegen des Buches. Okay. Eben, also ein sehr sehr aktuelles Buch, weil wirklich auch die politische Debatte ein Stück weit geöffnet wurde oder die öffentliche Wahrnehmung wirklich auch mal auf diese Leute ja mit einbezogen hat, diese Systemrelevanz oder die ja irgendwie auch umdefiniert wurde in diesem Moment, also weg von den Bankerinnen eben zu den Leuten, die dann wirklich das Leben am Laufen halten, hat sich auch etwas verändert. Also so als erstes, also wir haben geklatscht auf Balkonen für die Pflegerinnen und Pfleger, aber Veränderungen, sind die auch in Gang gekommen? Wie würdest du das einschätzen? Wenig.
viele betrachten das ja jetzt fast sarkastisch im Nachhinein, dass man sagt, man hat da jetzt nur geklatscht und es ist nichts passiert. Ich sehe das nicht ganz so, weil es ist tatsächlich jetzt auf der sozialpolitischen Ebene noch nicht ganz so viel passiert. Aber beispielsweise in Deutschland, wo jetzt nächste Woche Bundestagswahl ist, das ist immer eigentlich ein ganz gutes Brennglas, da ballt sich vieles zusammen. Da ist zum Beispiel etwas passiert, was ein relatives Novum ist. Bei der Bundestagswahl zuvor ging es hauptsächlich um die Frage der Migration, bei der Bundestagswahl davor vor allen Dingen um die Euro-Krise. Jetzt steht plötzlich die soziale Gerechtigkeit an erster Stelle. Die Parteien sind sehr stark gezwungen, sich dann doch zu sozialpolitischen Fragen zu beziehen. Die Sozialdemokratie, nun ja, also es ist immer schwierig, das vernünftig und neutral zu formulieren. Aber die Sozialdemokratie, das ist jetzt, sage ich mal, keine systemveränderte Sozialdemokratie, die jetzt noch irgendwie einen demokratischen Sozialismus will. Aber die ist schon gezwungen da drin zu sagen, wir wollen mit einem 12-Euro Mindestlohn zumindest das Kellergeschoss der Gesellschaft nochmal trockenlegen und das anders machen. Und mit dieser Forderung, das hat auch was damit zu tun, dass sie jetzt vielleicht nach Jahren des Niedergangs relativ plötzlich nach der Pandemie dann da wieder stehen. Also insofern hat sich was da getan, da hat sich noch wenig getan. Was ich am interessantesten allerdings finde, das sieht man auch in der Schweiz, das sieht man zum Beispiel in den Pflegeeinrichtungen, es ist da manchmal etwas paradox und kompliziert, aber dass dann die Leiter dieser Pflegeeinrichtungen sagen, wir können gerade nicht so viel Druck auf unsere Beschäftigten ausüben, zum Beispiel bei der Impfung oder beim Masketragen, weil die Leute sich sehr bewusst sind darüber, dass sie eine bessere Marktmacht haben, dass sie Alternativen auf dem Markt haben. Das ist das Gleiche auch in der Gastro. Und in Deutschland sieht man zum Beispiel gerade eine der größten Streikwellen im Pflege- bzw. medizinischen Sektor seit Jahren. Das hat sich schon so ein bisschen angedeutet in den letzten Jahren, aber jetzt gibt es gerade einen unbefristeten Streik sogar an der Charité, das ist Europas größte Klinik, und dem Vivantes-Konzern, ein halb privatisierter Konzern. Jetzt haben sich noch die Techniker in den medizinischen Labors angeschlossen. Also es ist eine richtig kleine Streikwelle in Berlin. Und die hat auch eben was damit zu tun, dass diese Leute ein neues Selbstbewusstsein bekommen haben. Und das ist das für mich Interessante. Es ist natürlich ein Problem, es hat sich noch nicht so viel verändert, aber viele Beschäftigte haben, ich sage ja immer, das Licht angemacht, die haben auch ihre eigene Macht dann einmal gespürt oder zumindest begriffen, dass sie relevant sind für diese Gesellschaft, dass sie vorher häufig unsichtbar gehalten wurden, aber dass es ohne sie dann doch nicht geht. Und das hat sich verändert jetzt. Und das heißt, wir haben im Grunde eine Arbeiterinnenklasse, die noch keine großen Erfolge vorzuweisen hat, aber ein erhöhtes Selbstbewusstsein hat. Okay, das ist schon mal nicht wenig, oder? Wir kommen darauf auch noch zu sprechen. Ich möchte zuerst nochmals den Blick etwas oder den soziologischen Blick auf das Thema auch nochmals einbringen. Also zum einen sprecht ihr im Buch von Klassengesellschaft. Da kann man aus dem Mainstream wie sagen, Klassengesellschaft ist das nicht überholt. Also einfach kannst du nochmals schildern, wie äußert sich diese Klassengesellschaft? Wieso ist das auch der richtige Begriff nach wie vor oder gerade auch heute? Ja, das ist jetzt natürlich in der Soziologie immer heiß umkämpft. Die halbe Geschichte der Soziologie des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich damit, den Begriff der Klasse und der Klassengesellschaft zu widerlegen. Die Realität wehrt sich aber immer sehr stark dagegen und immer wieder. Man sieht es jetzt sehr stark, wenn man von einem ganz traditionellen Begriff der Klassengesellschaft ausgeht. Bei Marx und Engels die Kontrolle der Produktionsmittel. Es gibt natürlich verschiedene Produktionsmittel. Das war aber auch schon bei Marx und Engels so, dass die Handwerker ihre eigenen Werkzeuge mitbringen mussten und jetzt müssen auch die Clickworker ihre eigenen Computer mitbringen und damit arbeiten. Aber die Produktionsmittel, das sind jetzt manchmal gar nicht mehr physische Apparate, sondern das sind dann, oder keine Maschinen, sondern das sind dann die Algorithmen in den Plattformen. Das sind die heutigen Produktionsmittel. Aber auch in der indirekten Form, wer besitzt das denn alles?
die Vermögenskonzentration, die Verteilung des Wohlstandes, die ist in der Hand von sehr, sehr wenig, einer sehr kleinen Minderheit. Das ist in den meisten westeuropäischen Ländern besitzt das oberste 1%, so zwischen 25-30% eigentlich des Gesamtvermögens. Und das ist ja das Interessante in der Pandemie, das ist dann noch gestiegen. Man hat durch massive Staatsinterventionen es geschafft, die Arbeitslosigkeit relativ gering zu halten und bestimmte sozialpolitische Verwerfungen abzufedern oder zu verhindern. Aber die Leute, die vorher schon viele Aktien, Aktienoptionen, ETFs hatten oder Bitcoins, verschiedene Währungsspekulationen, die sind sehr, sehr gut aus dieser Pandemie herausgekommen. Das kann man jetzt auch beim Swiss Market Index sehen. Wunderbare Zeiten für Aktionäre, denn der Staat hat das eigentlich mit den Zentralbanken ein gewisses Eigenblutdoping weiter nach oben getrieben. Und das heißt, wenn wir die Gesellschaft aus der Perspektive des Besitzes an Eigentumstiteln und nichts anderes sind Aktien betrachten, dann kann man sagen, ja, es hat auch vielleicht eine Verkäuferin beim Coop, die hat dann auch ein paar Aktien. Aber im Großen und Ganzen ist das bei sehr wenigen Familien, auch in der Schweiz, konzentriert, diese besitzende Gesellschaft. Und bei Marx sozusagen von dieser Definition, die Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie keine Produktionsmittel besitzen, das sind heutzutage sogar mehr, als es vor 50 Jahren waren. Denn mehr Menschen sind mittlerweile berufstätig. Das ist sozusagen von dieser sachlichen Ebene her. Und wenn Klassengesellschaft etwas heißt, dass man politischen Einfluss hat, dann kann man durchaus sagen, dass vor allen Dingen die Interessen der Oberklassen in den letzten Jahren vertreten wurden in den Parlamenten. Da tun sich die Schweizer wie die deutschen Parlamente nicht so ganz viel. Das ist sozusagen für die deutschen Parlamente auch politikwissenschaftlich mittlerweile ganz gut dokumentiert worden, nämlich dass man sehen konnte, also alle Themen, die dort verhandelt wurden, hatten relativ wenig mit den Interessen der unteren 30% zu tun. Und insofern ist die Klassengesellschaft sehr, sehr aktuell. Der Unterschied der Lebenserwartung zwischen einer Person, die in den untersten 20% lebt und jemandem, der in den obersten 20% lebt, beträgt mehrere Jahre. Also Klasse ist eben nicht nur etwas, was man im Reichtum sieht, sondern was man auch in der Lebenserwartung, in der Gesundheit sieht. Und man konnte auch ganz klar sehen, sagen, ich gehöre zu den Privilegierten. Ich bin Professor in einer tollen Universität. Ich wohne in Großbasel. Ich wusste allerdings nicht, was Großbasel ist, als ich da hingezogen bin, muss ich dazu sagen. Aber die Inzidenzen waren einfach in kleinem Basel höher. Und es hat nichts damit zu tun, dass Arbeiterinnen und Arbeiter weniger auf ihre Gesundheit achten, sondern dass sie andere Berufe haben. Als Akademiker kann man seine Arbeit auch vom Homeoffice aus machen. Man kann mehr Distanz wahren. Wenn man am Fließband arbeitet, wenn man in einem Geschäft arbeitet, wenn man in der Gastro arbeitet, kann man weniger Distanz wahren. Man hat weniger große Wohnungen, man hat vielleicht keinen Garten. Man läuft sich dort allein schon in der Familie auf geringerem Raum über den Weg. Man wohnt auch vielleicht in Häuserblöcken, wo das nicht alles ganz so großzügig ist. Das heißt, Klasse ist aus meiner Sicht etwas, was das gesamte Lebensnetz strukturiert. Das ist eben nicht nur ein Verhältnis zum Vermögen, sondern es ist etwas, was unsere Gesundheit bestimmt, was unseren Alltag bestimmt. Man kann ja sich auch mal selbst befragen, wie viele Freunde und Freundinnen haben Sie aus anderen Gesellschafts-, ich sage jetzt mal Schichten bewusst. Ich weiß es zumindest aus der Statistik, dass diese Überschneidungen relativ wenig sind, aber es berührt eben auch so etwas wie Gesundheit und Infektionsrisiken. Es gab eine sehr berühmte Karte von Köln zum Höhepunkt der Pandemie. Da konnte man sehen, dass in dem Viertel der Wohlhabenden die Inzidenz fast verschwindend klein war und sich die gesamte Inzidenz eigentlich in den Arbeiterinnenstadtvierteln geballt hat. Und deshalb finde ich das jetzt auch immer so schwierig, wenn es immer gesagt wird, die Albaner oder die Mazedonier, die bringen jetzt gerade ungeimpft Corona wieder mit in die Schweiz und
die machen die Spitäler voll. Das sind ja nicht die Freiheitsstrichler. Sagen das, in der Soziologie nennen wir das auch einen ökologischen Fehlschluss. Vielleicht haben diese Leute sogar eine höhere Inzidenz. Dass sie aber auf den Krankenstationen liegen, hat auch was damit zu tun, dass Menschen mit Migrationshintergrund sehr häufig die schlechteren Jobs haben und auch die schlechteren Gesundheitsbedingungen haben und dadurch dann auch einen schwereren Krankheitsverlauf haben. Das heißt, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund gerade in den Schweizer Spitälern liegen, hat weniger etwas mit Ethnie, sondern mehr mit Klasse zu tun. Und deshalb sozusagen ist das so perfide, was die SVP da gerade macht. Also du hast das jetzt angesprochen, oder das war jetzt der Blick auf diese unteren 30% oder auf die Leute, die ihr auch porträtiert oder die auch zu Wort kommen. Wenn man jetzt diese Stellung unten in der Klassengesellschaft sich noch etwas genauer anschaut, durch was wird die bestimmt? Also du hast die Migration, rassistische Verhältnisse hast du angesprochen. Es gibt auch die unter dem Stichwort der Intersektionalität auch die Frage der Geschlechterverhältnisse, die dann zusammenspielt. Kannst du das etwas ausführen? Einfach wie verbindet sich das und was bestimmt die Stellung in der Klassengesellschaft jetzt mit Blick auf den unteren Teil? Ja, ich hoffe, Sie haben alle viel Zeit. Das ist extrem schwierig. Was man aber zumindest sagen kann, es ist viel weniger einfach, als sowohl die Klassengegner, als die Freunde der Klassentheorie, wie auch ihre Gegner immer gedacht haben. Denn Klasse ist eben, wie ich gerade gesagt habe, kein rein ökonomisches Verhältnis, sondern Klasse ist immer verbunden mit den Fragen von Geschlecht und Ethnie. Also erstmal kann man sagen, Klasse hat sehr viel mit dem Beruf zu tun. Dann fragt man sich aber, wer bekommt in welchem Beruf und unter welchen Bedingungen? Wir sehen zum Beispiel, dass bei uns in dem Buch, aber auch generell in der Unterklasse, in den unteren 30%, dass wir dort deutlich mehr Frauen antreffen. Das hat was damit zu tun, dass zum Beispiel sehr viele Berufe in diesem Bereich ehemalige Frauentätigkeiten waren, also auch ehemalige Haushaltstätigkeiten waren. Kindererziehung zum Beispiel. Übrigens auch ein Element, wo es sehr viele Streiks in den letzten Jahren gab. Und in der Kindererziehung arbeiten sehr viele Frauen, weil die Gesellschaft glaubt, dass das für die Frauen etwas Natürlicheres sei, weil sie ja schon zu Hause die Kinder immer erziehen mussten. Und dieses Stigma, was daran mit hineingebracht wird, führt dazu, dass zum Beispiel diese Löhne einfach schlechter, diese Berufe schlechter bezahlt werden. Wir sehen das im Detailhandel, weil man dann sagt, ja, die Frauen, die wollen ja nur niedrige Stellenprozente, weil sie wollen ja sich auch gleichzeitig dann noch um ihre Kinder zu Hause oder um den Haushalt kümmern. Das heißt, Frauenerwerbstätigkeit führt meistens entweder zu niedrigeren Stellenprozenten oder geringeren Löhnen, meistens in der Kombination von beidem. Das Mittelschichtsleben vieler Aufsteiger ist ein schönes Leben, aber auch anspruchsvoll. Man hat wenig Zeit, man muss sich qualifizieren, man will Freunde sehen, man muss sich kulturell weiterbilden oder möchte das. Da bleibt dann plötzlich wenig Zeit, die eigene Wohnung sauber zu machen. Und wenn sich dann Schweizer oder westeuropäische Mittelschichtsfamilien anschauen, die haben dann meistens eigentlich eine migrantische Putzfrau. Also sagen die, häufig ist es eine weiblich-migrantische Unterschichtung zu der Mittelschicht. Und das ist das Paradox. Unsere Gesellschaften sind Gesellschaften, die einen großen Aufstieg erlebt haben. Eine Vergrößerung der Mittelschicht. Die in der Schweiz ist jetzt minimal gesunken, aber sind etwa 57%. Aber diese 57% brauchen für ihren Lebensführung der Mittelschicht notwendig häufig sagen eine migrantische Unterschichtung, die Putzfrau, diejenige, die sich um die Kinder kümmert, dann noch die Leute, die in den Bistros das Essen billig produzieren, weil man selbst gar nicht mehr kochen kann, beziehungsweise man kocht dann nur noch für die Freunde am Wochenende, aber im Alltag schafft man das dann gar nicht mehr. Und das heißt, sehr viele dieser Berufe haben diese migrantische Unterschichtung auf der Haushaltsebene, aber auch, wenn wir uns die nicht mehr Büros anschauen, sondern wenn wir uns die versteckten Berufe anschauen, ist es ebenfalls sehr häufig mit einem starken Migrationsanteil in der Gastro, dann gar nicht unbedingt im Servicebereich, sondern in der Gastro, in der Küche, da wo man es dann nicht so richtig sieht.
Da kommen dann auch die Arbeitskontrolleure dann nicht immer so ganz so hinein. Dort hat man dann auch sehr viele Menschen dann, die nicht den richtigen Aufenthaltsstatus haben. Und das ist dann eine diabolische Kombination, weil man sich im Grunde mit seinem Chef verbünden muss. Nämlich der Chef ist dann der Zugang zu der besseren Aufenthaltsbewilligung. Das heißt, die Form von Widerstand ist dort sehr, sehr schlecht möglich. Es gibt relativ wenig Aufstieg. In Deutschland gab es jetzt einen sehr, sehr berühmten Fall, dass der ehemalige afghanische Digitalminister dann plötzlich bei einer Rider-Plattform zur Essensauslieferung anzutreffen war. Also sozusagen eine hochqualifizierte Person, deren Qualifikation dann aber in einem anderen Land nicht mehr anerkannt wurde, aus Gründen, wo wahrscheinlich der Rassismus auch eine gewisse Rolle drin spielt. Das heißt, sehr viele hochqualifizierte Migranten, wenn sie auch aus Bürgerkriegsländern kommen, aus Syrien, wenn die vorher der Ärzte waren, die können dann nicht hier einfach als Ärzte arbeiten und werden dadurch automatisch in diese niedrigen Berufe gestellt. Aber im Grunde kommt dann zur Klasse noch eine weitere Dimension, nämlich über die lange Frist. Also ich habe jetzt über die Berufe gesprochen. Aber es gibt ja auch dann die Frage, wenn man dann einmal da ist, wie vererbt sich das denn? Also die Schweizer Gesellschaft ist noch eine Gesellschaft mit einer sehr hohen Aufwärtsmobilität. Auf einer sehr hohen absoluten Aufwärtsmobilität, weil viele der Schweizerinnen und Schweizer vorher aus Familien kamen, die jetzt eher vom Land kommen, wo die Eltern vielleicht noch Bauern waren. Und das heißt, wenn ihre Eltern oder Großeltern noch Bauern waren, mein Großvater war zum Beispiel Fabrikarbeiter, mein Vater war dann ist Ingenieur, aber mit dem FH-Studium, für mich war dann immer sozusagen die sogenannte Statusinkonsistenz. Ich hatte lange Zeit zwar den höheren Abschluss, aber das deutlich geringere Einkommen. Also das erfährt man auch sozusagen als Kombination. Aber das zentrale Moment, was dann stattfindet, ist, wenn Sie jetzt Aufsteiger sind, Ihre Eltern waren noch Bauern und Sie haben dann die Matura gemacht, ein FH-Studium, selbst ein Studium, und dann gehen ihre Kinder auch auf die Universität. Das heißt sozusagen, es gibt eine Familie, eine Aufstiegsgeschichte. Dann schaffen ihre Kinder häufig ein Universitätsstudium. Das Problem ist nur, dass dann die Leute, die vorher schon zur Bildungsoberklasse gehört haben, die Kinder promovieren dann noch, beziehungsweise die machen dann noch den etwas besseren Abschluss, weil sie dann sich noch leisten können, noch das extra halbe Jahr in Paris zu studieren und vielleicht noch mal kurz nach Boston zu gehen für ein Austauschprogramm. Das heißt, selbst bei der Gleichheit der Bildungsbedingungen reproduziert sich die Ungleichheit der elterlichen Ressourcen des Wohlstands häufig. Auch da gibt es Leute, die trotzdem aufsteigen, aber eigentlich reproduziert sich über trotz Bildungsklasse weiter. Und als letztes, wie sozusagen werden denn eigentlich Berufe überhaupt eingeordnet? Was führt uns dazu, dass eine Unternehmensberaterin oder ein Unternehmensberater so viel besser bezahlt wird als eine Pflegekraft in einem Krankenhaus? Diesen tagtäglich für Menschenleben verantwortlich. Ein Banker, eine Bankerin ist vielleicht für einen Key-Account verantwortlich und das ist dann ärgerlich. Aber kann man sich ja immer überlegen, was am Ende ärgerlich ist. Ein Verlust auf einem Key-Account oder ein verlorenes Menschenleben. Ich will das gar nicht jetzt so allzu stark gegeneinander aufrechnen. Ich will nur sagen, die herrschende Ideologie in der Gesellschaft ist, dass die Leute, und das sozusagen, das ist der Kern oder das berührt das Buch, dass die Leute, die ohnehin viel Geld verdienen, die am Ende des Monats mit sehr viel Franken auf dem Konto wieder rauskommen, dass die auch als Leistungsträger der Gesellschaft angesehen werden. Und das möchte ich gerne in Frage stellen. Denn ich glaube, dass die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, dass die Leute, die die Straßen sauber machen, die in der Verwaltung arbeiten, in den Supermärkten, dass das genauso Leistungsträger sind, dass sie sich physisch und mental verausgaben, dass die damit auch Kreativität hineinbringen müssen, dass die Empathie mit hineinbringen müssen. Und das war im Grunde die,
der große Sieg des Neoliberalismus in den 90er Jahren, dass man den alten Arbeiterinnenstolz, nämlich die Arbeiterklasse hat sich schon trotz aller ihrer Niederlagen immer als das gesehen, die die Gesellschaft aufbaut. Es gab ja von Bert Brecht dieses Gedicht über das sieben Tore Getheben. Das war durchaus im kollektiven Gedächtnis der Arbeiterschaften, der Gewerkschaften drin. Und das hat man verändert, nämlich dass dann plötzlich die Manager die Leistungsträger waren. Und dagegen richtet sich dann auch das Buch. Also wir kommen darauf noch zu sprechen. Es gibt ja auch dieses Buch von Michael Sandel, beispielsweise diese Kritik der meritokratischen Ideologie und was das auch nicht nur individuell, sondern auch wirklich gesellschaftlich, politisch auch für Folgen hat. Ich möchte aber nochmals kurz auf diese Selektion auch eingehen. Du hast gesagt, dass die dann halt vielleicht wie auf einer Ebene weiter oben stattfindet. Also früher war das okay, Uniabschluss, und jetzt macht man dann halt noch die Promotion oder so, und dann findet wieder eine Selektion, und dieser Unterschied ist dann wieder da, einfach auf höherer Ebene. Gibt es da Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz? Also in eurem Buch sind ja auch beide Länder eigentlich drin, oder Erfahrungen aus beiden Ländern. Und in der Schweiz, sagt man, also da sind wir auch sehr stolz darauf, dieses duale Bildungssystem oder das gewisse, eine gewisse soziale Mobilität auch ermöglicht. Habt ihr da Erkenntnisse dazu? Das war jetzt nicht der Hauptkern des Buches. Aber tatsächlich sind sich da Deutschland und die Schweiz gar nicht unähnlich. Also bei der dualen Berufsausbildung führt zum Beispiel dazu, dass sowohl Deutschland wie auch die Schweiz eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit haben, historisch schon. Anders als zum Beispiel Frankreich oder die südeuropäischen Länder, die häufig in Krisensituationen unter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit zu leiden hatten, führt gerade diese duale Berufsausbildung erstmal zu einer sehr guten Qualifikation der Arbeitskräfte, was sowohl Deutschland als auch die Schweiz als im Grunde Hochlohnländer, hochproduktive Exportnationen brauchen. Und dadurch sind auch durch die duale Ausbildung bessere Jobwechsel möglich. Man hat nicht die einzelnen betrieblichen Abhängigkeiten. Ich würde sagen, dass insgesamt im Vergleich die Schweiz noch erstmal Ausbildungsberufe, Handwerksberufe noch deutlich höher wertschätzt. Also das kann man schon sagen. Und deshalb ist die Matura-Quote hier auch erstmal lange noch niedriger gewesen. Und das wollen ja auch Teile der Arbeitgeber immer noch, dass die Matura-Quote oder die Uni-Absolventen-Quote nicht so hoch ist, damit man gut... Sehr aktuelle Diskussion. Genau. Damit man noch nach wie vor gut qualifizierte Leute für die Ausbildung bekommt. Generell kann man wirklich sagen, dass als Handwerkerin oder Handwerker die gesellschaftliche Stellung und vor allem auch der Lohn nochmal deutlich besser ist als in Deutschland. Okay. Ein Thema, das auch im Buch vorkommt oder immer mitschwingt, das ist die Prekarität, also die konkrete Erfahrung auch von Prekarität. Kannst du dazu noch etwas sagen? Also wie äußert sich diese Prekarität heute? Es gibt ja auch diese Thesen, also nicht nur Thesen, auch Realitäten, dass die Prekarisierung nicht nur die unteren Klassen oder unteren Schichten betrifft, sondern zunehmend auch die Mittelschichten, oder das vielleicht eine andere Form von Prekarität, aber auch prekär. Dazu etwas, und vielleicht damit verbunden noch die Frage, also was steht hinter diesen prekären Verhältnissen, mit denen sich die Menschen dann konfrontiert sehen? Was sind die Beweggründe oder was sind die Ursachen dafür? Ja, also hier gibt es auch einen interessanten Unterschied. Also in der Schweiz ist der Grad der Prekarität tatsächlich etwas niedriger. Aber es braucht sie auch in der Schweiz funktional nicht so stark, weil hier der Kündigungsschutz gesetzlich deutlich schwächer ausgeprägt ist. Also Prekarität, die Form von Befristungen oder generell atypischen Beschäftigungsformen, das Wachstum hat in Deutschland was damit zu tun, um ein Gegengewicht zu dem sehr starken, gesichert, auch rechtlich, arbeitsrechtlich abgesicherten Normalarbeitsverhältnis zu schaffen. Und dieses Normalarbeitsverhältnis in Deutschland, das hatte mal zu seinen Hochzeiten etwa 90% der Beschäftigten abgedeckt. Später, jetzt vor 5-6 Jahren, wo es auf seinem Tiefpunkt waren, waren es dann nur noch etwa 65%, 66%. Das heißt, ein Drittel
der Beschäftigten auf dem deutschen Arbeitsmarkt hatten atypische Beschäftigungsverhältnisse. Das heißt, entweder waren sie Leiharbeiterinnen, befristete Verträge oder geringfügige Beschäftigungen. In der Schweiz, weil eben der Kündigungsschutz generell nicht so stark ist, sind die Arbeitgeber auf diese Form, wir nennen das die innere Reservearmee, nicht ganz so angewiesen. Also sagen, man hat hier in den Unternehmen eine insgesamt deutlich höhere Flexibilität. Aber auch hier gilt, Beschäftigungslaufbahnen für Menschen, die in die Mittelschicht aufsteigen, aber auch für Menschen, die in sagen den Arbeiterklassenberufen drin sind, die haben sich oder die sind verunsichert worden. Also wir haben im Buch ein sehr eindringliches Porträt von Arbeiterinnen im Detailhandel. Eine Person hatte dann tatsächlich eine Berufskrankheit, wenn man so möchte, die konnte nicht mehr so lange sitzen. Ich habe diese Berufskrankheit während Corona auch bekommen. Ich habe eine Thrombose bekommen, weil ich zu lange am Schreibtisch gesessen habe. Sagen, also es ist eine Berufskrankheit, die kann Akademiker, aber auch Leute im Detailhandel. Und dann wurde sie deshalb später entlassen, weil sie dann nicht mehr einsetzbar war. Und diese Form der Prekarität, das heißt, die nicht mehr Erwartung einer trotz Leistung und Leistungsfähigkeit einer Lebensanstellung oder zumindest einer langfristigen Perspektive, das macht etwas mit den Menschen. Und ich denke, dass die Gesellschaften der 60er, 70er und 80er Jahre auf einen anderen progressiven Vektor hatten und auch einen höheren sozialen Frieden hatten oder einen anderen sozialen Frieden hatten vor allen Dingen. Also da gab es häufiger auch Streiks und soziale Konflikte, aber eher aus einem Selbstbewusstsein der Leute. Nicht, weil die Leute so wahnsinnig verunsichert und teilweise auch verwirrt waren, wie es heute ist, hatte was damit zu tun, dass man eine Lebensperspektive mit dem Beruf verbinden konnte. Und das ist, was Prekarität stark verändert hat. Nämlich Prekarität heißt für Menschen heute, ich kann über den nächsten Monat, vielleicht über das nächste Jahr, vielleicht auch über die nächsten 2-3 Jahre denken. Aber gerade für junge Menschen ist es sehr schwierig und anders geworden, eine Familie zum Beispiel zu planen. Zu planen, sich, das ist natürlich jetzt ein Lebenstraum, der sich jetzt nochmal ganz anders verändert hat, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Ich glaube, in Basel und wahrscheinlich in Zürich geht das gar nicht mehr. Aber in Deutschland konnte man in den 70er und 80er Jahren sogar noch als Taxifahrer in Berlin sagen, Taxifahrer ist ja auch ein relativ hochregulierter Beruf. Also dieses Klischee, die arbeitslosen Soziologen werden Taxifahrer, das hat ohnehin nicht so gestimmt. Vor allen Dingen ist aber auch Taxifahrer ein sehr ehrenwerter Beruf, sozusagen, weil die Leute sehr viel Verantwortung haben für die Mobilität in der Gesellschaft und sehr viel wissen müssen und sozusagen auch den gesamten Krankentransport verrichten müssen. Jedenfalls die Taxifahrer in Berlin, die konnten sich mit ihrem Monatseinkommen noch ein kleines Häuschen am Stadtrand auf Kredit kaufen. Und weil sie wussten, als Taxifahrer, da kauft man sich jetzt nicht die Villa, wie es deutsche Minister sind, für 4 Millionen in den Innenstädten, aber ich kann dieses Haus am Stadtrand kaufen und vielleicht auch den Kredit bis zum Ende meiner Berufslaufbahn einigermaßen abbezahlen. Das ist sozusagen diese Form des Vermögensaufbaus für eine Familie über Generationen hinaus oder auch nur für die eigene Generation, die Form von einer sozialen Sicherheit zu haben, damit auch eine gewissermaßen eine Rentenabsicherung zu haben. Das ist nicht mehr gegeben. Das ist für viele aus den älteren Generationen eine Verlusterfahrung. Die Jungen sind jetzt eigentlich schon in diese Prekarität hineingeboren. Die kennen gar keine andere Erwartung mehr als Unsicherheit. Es ist ja auch eine gewisse Ambivalenz. Also, früher gab es dieses Idealbild der Familie, der Vater normalerweise geht arbeiten und dann reicht der Lohn dann wirklich auch für die ganze Familie. Das ist heute nicht mehr so. Selbst wenn man, also eben, Frauen sind viel stärker im Arbeitsprozess integriert, was gut ist, aber die andere Seite ist ja schon auch, es sind meistens dann 2 Leute, also Vater, Mutter oder einfach 2 erwachsene Personen, die
voll arbeiten müssen, um überhaupt ein normales Leben finanzieren zu können. Oder das ist ja die Realität dann für viele Leute. Das ist natürlich auch mit dem Paradox verbunden, das Problem der zu kurzen Bettdecke. Mhm. In den 60er und 70er Jahren, da hat eben das sogenannte männliche Ernährermodell noch gegolten. Das heißt, der Mann hat genug verdient, um die Familie komplett zu finanzieren. Aber dieses Modell war dann auch so gedacht, dass dann die Frau gerne zu Hause bleiben sollte und als Hausfrau dann tätig sein sollte. Jetzt haben wir andere Zeiten und ich glaube, selbst wenn man kritisiert, dass die Einkommen zu prekär und niedrig geworden sind, halte ich es nicht für einen Fortschritt, dahin wieder zurückzugehen. Aber wir haben jetzt genau die Situation, häufig reicht das Einkommen einer Person dann nicht mehr, sondern jetzt müssen dann beide arbeiten, was ein Emanzipationsfortschritt ist, aber auch ein gesellschaftlicher Zwang, der daran entstanden ist. Und auch ein Zwang, der auch gerade in den Geschlechterdimensionen beide sehr stark unter Druck setzt. Die Männer ehrlicherweise immer noch nicht genug, weil wir sehen auch gerade in der Corona-Pandemie, dass eigentlich die Care-Arbeit immer noch bei den Frauen liegt. Aber auch natürlich gibt es einen enormen Druck auf die Frauen aus, die diesen Emanzipationsschritt machen, weil sie dann von konservativer Seite dann den Druck bekommen, ja, du bist ja keine gute Mutter oder sozusagen du kommst deinen eigentlichen Pflichten nicht nach. Also das ist immer noch ein Kampf da drin. Aber wir haben eben eine Situation, dass man, wie es der Kollege Klaus Dörre aus Jena mal gesagt hat, zu einer prekären Vollerwerbsgesellschaft kommen. Das heißt, alle müssen eigentlich arbeiten, aber für alle ist das Gleiche auch unsicher. Noch eine letzte Frage zum Thema Prekarität auch. Auf der einen Seite sind das das Resultat neoliberaler Politik auch, jahrzehntelanger neoliberaler Politik, das sich jetzt in den Realitäten der Menschen auch widerspiegelt oder auch einen Niederschlag gefunden hat. Was hat diese ganze Digitalisierung und, also ich glaube, ihr habt im Buch drin auch, oder Amazon-Arbeiterinnen oder generell Online-Handel, auch Taxi, Uber und so weiter und so fort. Wie spielt das da mit rein? Ja, also erstmal sieht man nicht nur im Buch, aber diese apokalyptischen Reiter, die durch die Medien gejagt wurden. Die Roboter, die Maschinen, die Digitalisierung wird uns alle die Arbeit wegnehmen. Das war, man muss es leider so sagen, ein wahnsinniger Bullshit. Das ist in der Realität nicht eingetroffen und hatte wirklich sozusagen vor allem den Zweck, auch Arbeitnehmerinnen einigermaßen demütig werden zu lassen, nämlich unter dem Motto, besser noch eine Arbeit als wegrationalisiert zu werden. Was man aber sieht, ist, dass die Digitalisierung, und wir haben noch bei mir im Arbeitsbereich an der Uni Basel führen wir auch gerade ein Projekt noch zu durch, was man durchaus sehen kann, Digitalisierung ist tatsächlich eine Humanisierung und eine Emanzipation für Menschen mit einer hohen Qualifikation. Programmierer haben häufig eine Arbeitserfahrung, aber auch Menschen, die in höheren Statuslagen arbeiten, dass Digitalisierung ihnen mehr Freiheit, mehr Kompetenzen gibt und auch mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also Programmierer sind eben alles andere als nur Nerds, sondern sie erschaffen Welten da drin und das befriedigt die Leute auch. Oder auch ein Programm, einen Prozess gut zu gestalten, das ist für viele Leute wirklich ein Empowerment. Wenn man aber runtergeht in der Nahrungskette, was wir dann in dem Buch stark machen, da sozusagen erfährt man sozusagen dann die Resultate dieser Algorithmen. Und das ist dann eine Form von sehr, sehr starker entpersonalisierter oder entpersönlichter Herrschaft. Gerade zum Beispiel, wenn es sich um die Food-Delivery-Sachen dreht. Hier ist übrigens auch ein Teil, also gerade bei den ganzen Lieferdiensten, also in Basel gibt es jetzt auch Uber Eats, aber auch zahlreiche andere Lieferdienste, sehr häufig eben Migranten, jüngere Migranten, weil es für sie der niedrigschwellige Eintritt in den Arbeitsmarkt ist. Man kann diese App auch ohne Schweizerdeutsche oder überhaupt deutsche Sprachkenntnisse bedienen.
Meistens reicht ein rudimentäres Englisch dafür, um das zu verstehen. Man braucht auch keinerlei Berufsausbildung. Und es führt aber ganz häufig dazu, dass die Leute nicht mit den Algorithmen nicht mal mehr Vorgesetzte treffen. Also nicht nur persönlich antreffen, sondern sie haben gar keinen Kontakt mehr zu ihnen. Also den Ridern wird dann häufig, das ist in dem Beitrag ganz eindrücklich beschrieben, den wird dann teilweise dieser Koffer, den sie da immer auf dem Fahrrad dann haben, der wird ihnen per Post zugeschickt und diese Weste. Und dann bekommen sie ein Schulungsvideo und dann müssen sich die App aufs Handy laden und das Handy trackt dann ihre Geschwindigkeit über das GPS-Tracking, wie schnell sie von A nach B kommen, und wenn man tritt nicht schnell genug in die Pedale, dann meldet sich dann die App und sieht, warum trampelst du eigentlich so langsam? Die App kontrolliert, wann man Pausen macht, ob man zu den richtigen Orten zurückfährt, wo man dann besser woanders hinkommen kann. Also das heißt, da wird wirklich alles gemessen. Und wenn es aber ein Problem gibt, und es gibt nicht selten Probleme, weil überall, wo Technik stattfindet, gibt es dann auch Schwierigkeiten, kommen die Leute aber gar nicht mehr an die Geschäftsführung oder an ihre Vorgesetzten hin. Die müssen dann sozusagen über einen Bot dann da irgendwo hinschreiben. Die stehen dann da irgendwie vor einer Haustür und statt Burger mit Pommes haben sie dann ein asiatisches Gericht da drin. Der Kunde ist sauer und sie sagen, was sollen wir machen? Dann müssen sie einen Bot anschreiben. Es passiert aber nichts. Oder sie landen in der Hotline. Andersrum ist es aber so, dass quasi die Chefs bei ihnen durchrufen können. Also sozusagen entweder bekommt man die Meldung aufs Handy oder sie werden angerufen. Aber diese Beschwerde, es funktioniert was nicht, das klappt gar nicht. Und das hat mich auch sehr beschäftigt, weil das auch nochmal mein Blick auf die vorherige betriebliche Herrschaft etwas verändert hat. Also ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen noch die alten Rio Reiser-Lieder kennt oder Tonsteine Scherben. Das sagen, Vater sagt, begreift doch endlich, dass das Leben ist süß. Und dann sagt Rio Reiser, singt er dann, ja, süß wie Maschinenöl. Also sagen, das war immer die Feindschaft gegenüber dem Vorarbeiter. Aber der Vorarbeiter ist in allen Betrieben oder auch der Vorgesetzte ja auch ein Ansprechpartner, wo man sagen kann, hier funktioniert was nicht. Und die Leute stehen häufig ganz ohnmächtig da, einfach nur einer App gegenüber und können das gar nicht mehr sagen. Also diese Herrschaft ist extrem entfremdet da drin. Und die Digitalisierung ist ein Treiber tatsächlich eines algorithmisierten, anonymen Herrschaften. Das ist daran teilweise sehr gut dokumentiert in dem Band. Erstmal, du hast das sehr schön gesagt. Also in den oberen Ebenen kann es ein emanzipatorisches Potenzial wirklich ist, kann damit verbunden sein. Und je weiter runter man kommt, diese Entmenschlichung, diese Entmündigung, dieses Absurde wirklich auch, oder auch dieses Kafkaeske beinahe. Entschuldigung, ein weiteres Beispiel, was mich ja auch sehr, sehr beschäftigt, sind die Scannerkassen bei Coop oder auch beim Migros. Also beim Coop sind sie noch am schlimmsten, weil sie teilweise im Kreis aufgebaut sind. Und dann steht dann die Verkäuferin da drin und also erstmal, das ist auch bisher ganz bewiesen, neigen dann sehr viele Kunden zu sagen, wenn ich das selbst rüberziehe, dann vergesse ich bei dem guten Stück Fleisch, das dann drüber zu ziehen. Ne, also man muss wahnsinnig aufpassen, dass man alles eingescannt wird, ne, und man ist noch viel stärker der Überwacher da drin und muss viel mehr gleichzeitig im Blick haben und sich beständig mehr oder weniger drehen. Und wenn man dann sagen, jemand das Bier gekauft hat, dann ist man nicht schnell genug bei der Scannerkasse, dann werden die Leute auch ungeduldig. Das heißt, die berichten davon, dass sie viel mehr mit Aggressionen der Kunden zu tun haben. Sie haben mehr Aufgaben und sind viel erschöpfter abends. Und das heißt, Digitalisierung bedeutet für diese Leute eine Abwertung in vielen Hinsichten. Also ihre Arbeit ist verdichteter geworden. Die Empathie zu den Kunden ist deutlich geringer geworden, weil die Kunden anonymer und saurer werden. Und ich fand das sehr faszinierend bei uns im Haus. Wir haben in der Nähe vom Bahnhof gewohnt. Die haben auch alle schon ewig gewohnt, die Hausbewohner. Aber die kannten jede Verkäuferin beim Coop. Ne? Und sozusagen, weil man einfach das kurze Kommunikation miteinander hat, geht es ihnen gut. Manchmal ist es auch nur ein Lächeln, aber man weiß, wer die andere Person ist. Und all das geht eben verloren da drin zugunsten eigentlich einer stärkeren Arbeitsverdichtung.
Noch kurz, und dann möchte ich das erste Mal öffnen auch, weil also gerade Erfahrungen mit dem Self-Scanning und so weiter und so fort haben wir alle hier im Raum auch, dass man auch darauf reagieren kann. Ich möchte aber noch kurz, einfach in diesem Buch, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 22 empirische Beiträge in dem Sinn oder aus verschiedenen Sektoren, Bereichen. Du hast jetzt vieles schon angesprochen, die Pflege, die Gastronomie, Onlinehandel, was habe ich mir aufgeschrieben, die Mobilität, Hygiene, also Coiffeur und so weiter und so fort. Kannst du noch vielleicht etwas einen Überblick geben? Also was kommt da, welche Erfahrungen jetzt, die du noch nicht erwähnt hast, kommen in diesem Buch zusammen? Gibt es da noch etwas? Ja, vielleicht ein Satz noch vor dazu zum Ansatz. Also ist ja jetzt nicht das erste Buch über Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich glaube, dass wir uns in zwei Hinsichten unterscheiden. Die meisten Bücher über Arbeiterinnen und Arbeiter der vergangenen Zeit waren eigentlich Bücher sehr stark über Produktionsarbeit. Und wir haben uns ganz bewusst, also auch wegen dieser Frage der Pandemie und der Systemrelevanz, stärker für die Reproduktion entschieden. Also wir haben keine klassische Fabrikarbeit, das habe ich auch schon sehr viel und häufig gemacht, aber wir haben jetzt den Automobilarbeiter am Band, die haben wir jetzt nicht in den Blick genommen, sondern wir haben wirklich Leute genommen, die die Reproduktion der Gesellschaft in den Blick haben. Das heißt, wir haben Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten, aber haben auch dort versucht, zum Beispiel andere Perspektiven reinzubringen. Also wir haben natürlich eine Pflegerin dann da drin, aber wir haben auch die Bettenschieber. Ich war wegen meiner Thrombose im Spital und sozusagen ich hatte einen anderen Blick auch durch das Buch, und da ist mir erstmal alles aufgefallen, dass man einfach für jede Untersuchung einfach wahnsinnig oft rumgeschoben wird die ganze Zeit. Und das ist einfach eine eigene Berufsklassifikation in den Krankenhäusern, eine eigene Berufsgruppe, die den ganzen Tag nur damit zu tun haben, die Leute von A nach B zum nächsten Röntgen und zur nächsten Untersuchung, Besprechung hin und her zu schieben, weil man liegt ja in diesem Bett. Und das heißt, solche Leute haben wir darin, wir haben auch die Leute in der Krankenhauswäscherei, wird auch teilweise outgesourced, aber man kann sich ja ungefähr vorstellen, was in so einem Krankenhaus, wie aber auch in den meisten Hotels, einfach so täglich an Wäsche stattfindet. Und das ist auch etwas, was man nicht sieht. Die Pflegerinnen, die sieht man dann ja noch ein bisschen mehr, wie auch die Ärztin oder den Arzt, aber wir haben ganz genau versucht, eben das auch mit hineinzubringen. Was mich, ja auch die Erzieherin, aber was mich mit am meisten beeindruckt hat, war auch die 24-Stunden-Pflege, weil ich denke, das hat auch mit der Modernisierung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung eine Bedeutung, die in den nächsten Jahren noch stark zunehmen wird. Wir haben eine polnische 24-Stunden-Pflegekraft porträtiert, die in der Schweiz arbeitet. Und diese Frau ist nicht nur sehr beeindruckend, wie sie das alles meistert, sondern es sagt uns natürlich auch indirekt sehr viel über unsere Gesellschaft. Das kommt jetzt in dem Beitrag nicht so hervor, aber das interessiert mich, weil die gesellschaftliche Arbeitsteilung sich so stark ändert. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich bin noch sozusagen in meiner Kindheit, haben noch alle Generationen in einem Haus gewohnt. Also die Großeltern, meine Eltern und ich sozusagen, wir waren alle in diesem Haus und man hat irgendwie ja mal schlechter, aber auch meistens auch gut aufeinander aufgepasst und konnte sich helfen. Jetzt ist es aber so, dass meine Eltern aus dem Ruhrgebiet uns nicht beim Kinderhüten helfen können. Aber wenn jetzt kein Wunder geschieht, werden wir, wenn die pflegebedürftig sind, denen auch nicht wirklich helfen können. Und das heißt, weil unsere Gesellschaft generell mobiler geworden ist, in der Schweiz spielt es auch eine zunehmende Bedeutung, weil die Kinder, die wohnen zwar im Schnitt noch deutlich näher bei den Eltern als in anderen Ländern, aber auch häufig weiter entfernt sind, werden solche Pflegeeinsätze zunehmen. Und das ist auch eben sehr stark eine migrantische Frauenarbeit. Aber wir haben auch eben die Leute, die für die Logistik zuständig sind, die Lastwagenfahrer, die Leute, die unsere Lebensmittel herstellen, die Leute, die darauf aufpassen, dass nichts passiert im Security-Bereich bis zu Essenslieferanten, was man ja eben auch als Form von Logistik
dann ansehen kann. Aber sagen, das ist unser Kern eigentlich, die Frage der Reproduktion. Und was mich umtreibt, oder was mir erst nachher aufgefallen ist, beziehungsweise währenddessen, das Buch soll eigentlich anders heißen. Das heißt, es verkannte Leistungsträgerin, aus den genannten Gründen, weil die Leute zu wenig anerkannt sind. Aber es sollte, ganz ursprünglich mal war der Arbeitstitel Im Maschinenraum das Elend der Leistungsträgerin. Und wir haben das dann mittendrin geändert. Erstmal, weil wir gesagt haben, im Maschinenraum, das ist jetzt zu stark eigentlich auf diese Produktionssphäre gerichtet, weil die Leute sind ja gar nicht im Maschinenraum, sondern sie machen meistens Dienstleistungen. Aber zweitens, es war jetzt auch gar nicht so ein Elend. Also sagen, für die Soziologie Interessierten, es gab mal in den 80er Jahren ein Buch von Pierre Bourdieu, Das Elend der Welt, das sehr berühmt geworden ist. Da hat er auch sehr viele Arbeiterinnen und sehr viele Leute aus den Banlieues drin. Und bei Bourdieu waren das durchweg auch stolze Menschen und die um ihre Würde gekämpft haben. Aber mit diesem Begriff das Elend, das klang auch in diesem Buch durch, waren es häufig Opfer der Gesellschaft. Und so, also sagen, sie wurden als Opfer der Gesellschaft porträtiert. Und was wir dann in unserem Buch vorgefunden haben, was auch daran liegt, wie diese Studien zustande gekommen sind, nämlich wir mussten sehr weit im Kollegenkreis herumfragen, ob jemand nicht Material dazu hat, weil das konnte man jetzt nicht alles ad hoc erforschen und sagen, diese Berufsgruppe wollen wir haben, könnte man bitte dazu eine Forschung machen. Das sind dann auch selbst bei Einzelstudien relativ komplizierte Sachen. Jahre dauern, bis man die Branche kennt. Aber man trifft natürlich, wenn man jemanden für ein Interview gewinnen will, wie trifft man diese Leute? Ich kann ja nicht einfach sagen, in eine 24-Stunden-Pflege hineinmarschieren und sagen, hätten Sie Zeit für ein Interview. Das heißt, man rekrutiert sie häufig, wo diese Leute auch irgendwo engagiert sind. Das heißt, wir haben sehr häufig Menschen in unserem Buch drin, die nicht nur ihre Würde tagtäglich aufrechterhalten, sondern die auch in einer bestimmten Form aktiv sind, die Widerstand leisten. Die sind nicht immer unbedingt Gewerkschafter, aber die machen was, die wehren sich. Und deshalb sind die eben es ist kein Elend, das sind keine Opfer, sondern im Grunde hat dieses Buch schon so ein bisschen diesen Geist, was man jetzt auch in Berlin sieht. Eigentlich die Arbeiterinnenklasse kann selbstbewusst sein und sie kann handeln. Du hast dieses Beispiel angesprochen, das Arbeits bei Amazon, ich weiß jetzt nicht mehr, oder der auch eher dann politisch rechts tendiert. Es gibt ja auch von Klaus Dörre, gibt es ja, oder Klaus Dörre und anderen, diese Studien, wo sie wirklich auch den Einfluss der AfD jetzt auf die deutschen Gewerkschaften oder in den deutschen Gewerkschaften das nachzeichnen. Das ist das eine. Ich habe ja auch Michael Sandel angesprochen, oder? Und er, also das würde mich noch interessieren. Auf der einen Seite hast du gesagt, eben, das sind nicht einfach Opfer der Verhältnisse, sondern sie sind auch Subjekte ihrer Geschichte, sie wehren sich, sie leisten Widerstand und so weiter und so fort. Bei Michael Sandel, er erklärt ja die Wahl von Trump auch über diese meritokratische Ideologie, über diese Leistungsgesellschaft, dass Menschen, die es eben nicht diese Elite schaffen, oder Hillary Clinton nannte diese Menschen Deplorables, dass die dann zur Reaktion kommen, Trump zu wählen, oder weil sie auf der einen Seite schaffen sie es nicht nach oben, auf der anderen Seite sind sie auf sich selbst zurückgeworfen, weil dieses Klassenbewusstsein fehlt, also die eigene das nicht schaffen oder das nicht erreichen dieser gesellschaftlichen Elite wird irgendwie als eigener Misserfolg auch gedeutet und man ist dann für sich allein. Hast du diese Tendenzen, dass es wirklich wie in den USA in diese Richtung geht, die Abgehängten oder die Menschen gehen wirklich dann nach rechts. Sind das Einzelfälle eher jetzt in diesen Studien oder gibt es dort einen Trend, oder was unterscheidet Deutschland, die Schweiz von den USA, dass wir vielleicht diese Entwicklung nicht im gleichen Ausmaß auch haben? Ja, hat man nicht die Entwicklung im gleichen Ausmaß? Man hat jetzt keinen verrückten Präsidenten, das ist richtig. Die Schweiz hat aber mit der SVP eine rechtspopulistische Partei, die bei 27% steht. Die AfD in Deutschland liegt bei 15%. Das sind natürlich schon enorme und besorgniserregende
Tendenzen. Letzte Woche haben Maßnahmenkritiker versucht, das Bundeshaus zu stürmen. Also sagen, die Gesellschaften stehen allgemein unter Spannung. Aber die These, dass der Rechtspopulismus eine Rebellion der Arbeiter ist, das sehe ich in meinem Material so nicht. Hm. Das sagen auch die eher quantitativen Daten nicht. Es gibt diese vereinzelten Leute und das sind natürlich auch sehr, sehr bedeutende Geschichten und sie haben eine Bedeutung nicht in ihrer Größe, sondern in ihrer Qualität, weil zumindest in den vergangenen Zeiten die Linke eigentlich eine, oder die Linke, das heißt mehr oder weniger die Sozialdemokratie, aber auch die Parteien, die links davon waren, mittels der Gewerkschaften eine sehr starke Hegemonie hatte für progressive Politik. Und dass sie jetzt aber eigentlich bestimmte kämpfende Segmente darin verliert, die eben sich dann für eine rechte Rebellion entscheiden, das ist natürlich ein wahnsinniges Problem für die. Aber generell kann man zum Beispiel sagen, europäisch, da haben das Kollegen von der Uni Zürich sich angeschaut, dass Menschen in den unteren Dienstklassen, und das ist das, was wir uns angeschaut haben, eher nicht zu rechten Positionen neigen, sondern sie neigen tatsächlich auch, obwohl sie verkannte Leistungsträgerinnen sind, eher zu linken Positionen, also moderat. Die Leute, die dann nach rechts gehen, sind tatsächlich eher die alten Produktionsarbeiterinnen. Und das hat natürlich einen bestimmten Grund. Also sozusagen, dass die Produktionsarbeiterinnen haben häufig, weil sie auf dem Weltmarkt eine größere Rolle spielen, eine andere Ausgesetztheit. Also sozusagen eine der Produktionsarbeiter, also ich habe vorher sehr viel über die Automobilindustrie geforscht, da hat auch Klaus Dörre viel geforscht, die sind natürlich erstmal mit einem sehr starken Produzentenstolz verbunden. Und dieser Produzentenstolz hat sehr viel auch mit einer Ausgesetztheit gegenüber der Globalisierung zu tun und eben auch einer Form von Wettbewerblichkeit und Produktivität. Und die Leistungsträger, die wir im Reproduktionssektor haben, die sind tatsächlich eher stärker über den öffentlichen Dienst, die Nicht-Ausgesetztheit von Dienstleistungen gegenüber dem Weltmarkt oder der Globalisierung gekennzeichnet. Das ist nochmal ein anderes Verhältnis. Und die Produktionsarbeiter hatten vor allen Dingen auch deutlich bessere Tarifbedingungen und Gehälter in der Vergangenheit. Also wir haben einen sehr starken Aufstieg über die Gewerkschaften, das ist ein Paradox, erreicht und haben jetzt in den letzten 15 Jahren was zu verlieren bekommen. Und dieses zu verlieren bekommen im Angesicht des Weltmarktes, im Angesicht stärkerer Migrationsströme, das ist für die bedeutsamer gewesen als für die Gruppen, die wir uns angeschaut haben. Und deshalb würde ich sagen, dass wenn man das sucht oder wenn man das findet, würde man das eher in eben Produktionssektoren und nicht Reproduktionssektoren finden. Das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Unterschied auch zwischen diesen Sektoren. Diese Debatte zwischen sozialer Anerkennung und Verteilung, also so Nancy Fraser, Axel Honneth, oder das ist auch drin in diesem Buch. Also die Frage, wie steht das auch in einem Verhältnis zueinander? Also ist die soziale Anerkennung das zentrale Moment auch um Widerstand zu leisten, auch um sich wohlzufühlen im Job oder eben nicht? Oder ist es materielle Gleichheit, sind es Einkommen? Oder wie steht das in einem Verhältnis zueinander? Was habt ihr? Habt ihr das auch so? Ja, ein Beitrag handelt sogar relativ explizit über diese Frage, unter anderem, weil die Kita-Erzieherinnen sich in ihren Streiks gerade um diese Frage gewidmet haben. Also man muss natürlich sagen, alle Streiks, am Ende gehen sie ums Geld. Aber einfach nur ums Geld, das war, auch eine Perspektive, die dann irgendwann blutarm wurde, beziehungsweise für die Leute funktioniert hat, die schon eine gute Perspektive hatten.
also zum Beispiel sehr stark abgesicherte Industriearbeiter. Also ich war auf vielen IG Metall Demonstrationen und das sind natürlich Leute, die haben einen sehr hohen Status, eine hohe Sicherheit, gute Tarifverträge, und da sind dann die Gewerkschaftssekretäre dann auch aufgetreten auf der Versammlung und haben gesagt, wir möchten einen deutlich größeren Schluck aus der Pulle. Und zu sagen, also dieser größere Schluck aus der Pulle deutet einfach nur darauf hin, dass man eben mehr Umverteilung haben möchte, mehr Geld haben will. Aber die Kita-Erzieherinnen waren anders. Die haben gesagt, wir wollen mehr Anerkennung. Anerkennung heißt für sie am Ende auch mehr Geld auf den Lohnzettel, ganz klar. Aber es ging auch darum, und das kommt in den Interviews ganz direkt vor, dass ich sage, wir möchten nicht mehr einfach nur als Basteltanten gesehen und behandelt werden, weil wir sind keine Basteltanten. Sondern wir müssen da mit sehr jungen Menschen umgehen und die irgendwie auf diese Gesellschaft vorbereiten. Und ich habe jetzt nur einen Sohn und ich weiß, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, das mit mehr als einer Person tagtäglich tun zu müssen. Und die haben eben ihre gesamte Energie über die Frage von Anerkennung, und zwar gesellschaftlicher Wertschätzung, gesellschaftlicher Sichtbarkeit, gezogen. Und das ist im Grunde aus meiner Sicht eine notwendige Debatte gewesen um Anerkennung und Umverteilung. Und es gibt ja einen ganzen Band, wo Axel Honneth und Nancy Fraser sich über diese Frage Anerkennung oder Umverteilung streiten. Das machen sie auf extrem hohem Niveau. Am Ende sozusagen bleibt aber auch erstmal stehen, es ist nicht ganz voneinander zu trennen, nämlich eine höhere Stellung in einer gesellschaftlichen Anerkennungsordnung bedeutet eben auch eine stärkere monetäre Wertschätzung. Und das war schon immer eigentlich im System der gewerkschaftlichen Kämpfer angelegt. Gewerkschaften haben nie nur für Geld gekämpft, auch wenn wir manchmal, oder sagen wir so, erst die späten Gewerkschaften, nachdem sie so viel erreicht haben, haben das dann, wie ich finde, fälschlicherweise so darauf verkürzt. Aber wenn man sich vorstellt, was war der ursprüngliche Slogan der britischen, deutschen, meine Schweizer Gewerkschaften, weiß ich es nicht, muss ich zugeben. Aber der ursprüngliche Slogan der deutschen, der britischen Gewerkschaften war in ihrer Gründungszeit ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk. Und genau in diesem Slogan steckt eben nicht nur mehr Geld drin, sondern es sollte ein gerechter Lohn sein, der ihnen Anerkennung und Wertschätzung für ihre Erschöpfung, für ihre Verausgabung am Tag gemacht. Und das hat eigentlich weltweit sozusagen die Gewerkschaften sehr stark getrieben. Und dann kommt es jetzt ein bisschen wieder zurück, dass beides eine Rolle spielt, weil gerade diese Missachtung in der Arbeit, das nicht gesehen werden, eine permanente Demütigung sein kann, die teilweise Leute in die Frustration führt, aber eben auch eine Energie freisetzen kann, die dann wiederum zu sozialen Kämpfen beiträgt. Dazu passt ja auch also deine Antwort auf die Frage nach den politischen Projekten oder auch also diese Wirtschaftsbürgerrechte, die Frage von Mitbestimmung und so weiter und so fort. Da gab es jetzt in der Pandemie auch diesen Aufruf von internationalen Wissenschaftlerinnen, also Hunderte haben das unterschrieben, diese Demokratisierung von Arbeit, oder wo es genau darum geht. Und ich glaube, da kommt das auch zusammen, oder gerade in dieser Mitbestimmungsfrage. Also die Frage Teilhabe heißt ja auch Anerkennung, auf Augenhöhe mitsprechen zu können. Und gleichzeitig hat das natürlich auch eine gewisse materielle Dimension oder auch einen gerechten Lohn und so weiter für die Arbeiter erhalten zu können. Gibt es da, und dann noch einmal zum Abschluss ins Publikum, gibt es da jetzt noch weitere, also einerseits noch weitere Projekte, politische Projekte, oder wie siehst du auch die Aufgabe der progressiven Akteure, also Gewerkschaften, Parteien in der Schweiz, in Deutschland auch? Also wie siehst du ihre Aufgabe und wie siehst du auch ihren Formstand? Also sind sie bereit, um auf die Klassengesellschaft 2021 zu reagieren? Wie schätzt du das ein? Mein Eindruck ist, sie haben mittlerweile, es hat gedauert, aber sie haben mittlerweile die Dringlichkeit der Fragen verstanden. Also bei den Schweizer Gewerkschaften ist es ja sogar schon länger so. Ich habe mich in Deutschland, bevor ich in die Schweiz gekommen bin,
auch immer mit Fragen des Organizings beschäftigt. Und da hat man immer dann die Experten von der Uni eingeladen, die dann die IG Metall beraten haben oder Verdi beraten haben. Also in der Schweiz ist das schon länger eine Frage. Ich finde, die Schweizer Gewerkschaften haben das mit den Gesamtarbeitsverträgen, aber auch vor allem mit den flankierenden Maßnahmen, institutionelle als auch kreative Lösungen wirklich gefunden, die sehr, sehr bestandsfähig sind und den Gewerkschaften trotz schwindender Mitgliederzahlen eigentlich auch nochmal eine gewisse Form von institutioneller Macht verliehen haben. Aber am Ende geht es immer darum, dass Gewerkschaften Mitglieder brauchen und dass sie kampagnenfähig sind. Das weiß man jetzt, aber man hat noch nicht den kompletten Turnaround geschafft. Aber man sieht zumindest bei allen Gewerkschaften, mit denen ich mich ein bisschen mehr auskenne, dass diese großen Mitgliederverluste, die auch teilweise was mit industriellem Wandel zu tun hatten, die sind jetzt eigentlich gestoppt und die Gewerkschaften sind sehr aktiv da drin, Mitglieder neu aufzubauen, eine andere Gender-Balance dann zu finden oder überhaupt das zu thematisieren. Also die Gewerkschaften in Deutschland haben teilweise bis in die 60er Jahre Tarifverträgen zugestimmt, wo in den Tarifverträgen festgestellt wird, dass Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt wurden. Also sie haben wirklich ihre ureigensten Normen, ein gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dann verletzt. Also diese Sachen hat man jetzt verstanden. Sonst würde ich sagen, worauf kommt es an? Ich denke, der erste Schritt ist, was ich vorhin mit der Trockenlegung des Hauses oder der Untergeschosse meinte. Also industrielle oder wirtschaftliche Staatsbürgerrechte heißt für mich erstmal ein allgemeines Minimum an Würde einzuziehen. Und das passiert ja jetzt in der Schweiz. In Basel gab es die Abstimmung über den Mindestlohn. In Genf gibt es schon einen Mindestlohn. In Deutschland wird der Mindestlohn jetzt nach der Bundestagswahl steht im Raum, dass es einen Mindestlohn von 12 Euro geben könnte. Ich glaube noch nicht dran. Aber ein Mindestlohn von 12 Euro würde fast 10 Millionen Menschen sagen, einen höheren Lohn bescheren. Das heißt, überall ein Vernunft, sozusagen ein abgesichertes unten hineinziehen würde. Das wäre ein enormer sozialer Fortschritt. Und wenn man diese erste Aufgabe, die keine Jahrhundertaufgabe ist, aber eine Aufgabe des Jahrzehnts mit Sicherheit, und das sind die US-Gewerkschaften aufwendig mittlerweile sehr weit, dass man auf der Ebene der Bundesstaaten mittlerweile Mindestlöhne durchgesetzt hat, die viel höher sind als der bundesweite Mindestlohn. Das wäre ein Riesenerfolg für die Gewerkschaftsbewegung, wenn sie da in die Nähe käme. Und ich denke, kombiniert da drin so einen Schritt, eine andere Wirtschaftsverfassung anzustreben, wie über soziale Staatsbürgerrechte, mehr Demokratie in der Wirtschaft. Aber es gibt ja auch vielleicht andere Formen von Unternehmensverfassung. Man hat mal in Skandinavien oder in Schweden mit dem sogenannten, schlimmer Name, das Rehn-Meidner-Modell, das Meidner war und Rehn, das waren beides Gewerkschaftsintellektuelle, aber die haben ein ganz cleveres System gemacht und es hat sogar zu der Zeit ganz gut funktioniert, ist aber wie so viele Errungenschaften der Gewerkschaften dann durch den steten Strom des Neoliberalismus kaputt gegangen. Aber die haben alle Aktienunternehmen gezwungen, jedes Jahr einen bestimmten Anteil an Aktien neu auszugeben. Das machen die Unternehmen jetzt auch. Die Lufthansa hat heute nochmal oder diese Woche 2 Milliarden an Kapital aufgenommen. Sie haben einfach neue Aktien ausgegeben, um sich von ihren Corona-Schulden freizukaufen. Beim Rehn-Meidner-Modell war einfach nur die Idee eine andere. Zu sagen, man muss jedes Jahr neue Aktien ausgeben, aber das bekommen nicht, wird nicht auf dem freien Markt verkauft, sondern das bekommen Gewerkschaften und regionale Wirtschaftsräte. Also zum Beispiel Aktien jetzt von Roche würden jetzt sozusagen nicht unbedingt in Zürich landen, sondern sollten dann vielleicht an sagen Gremien eher im Bereich Basel dann landen. Und diese Leute sagen, bekommen dann über die Ausgabe der Aktien einen stetig steigenden Mehranteil an demokratischer Mitbestimmung an den Unternehmen. Und das wäre ein ganz kleiner evolutorischer Prozess, der keinen großen Bruch implizieren würde, aber eine schleichende Besitzänderung in der Wirtschaft bedeuten würde. Und ich finde, über solche Sachen könnte man kreativ
muss ja nicht das gleiche Modell sein, verstärkt nachdenken, an der Zeit wäre es ja.